Ja, und woran hören wir, dass der Frühling kommt? Es klingeln wieder die Kassen in den Eisdielen. Drei Tage vorm kalendarischen Frühlingsanfang strahlt heute über weiten Teilen Deutschlands die Sonne. Das macht richtig Laune, aber Ihre Winterklamotten, die sollten Sie deshalb nicht gleich wegräumen. Denn der Frühling gibt sich ja bekanntlich auch mal launisch. Unser Wettermann Gunther Thiersch kennt sich mit den Folgen aus. Ja, ist schon herrlich, wenn die Sonne mal endlich scheint. Sie steht hier schon sehr hoch am Himmel, erwärmt uns schon richtig kräftig. Da wollen wir einfach an die frische Luft, in die Parks, in die Gärten und in die Cafés. Wir wollen endlich wieder draußen leben. Und es grünt ja auch schon so ein bisschen. Die Blüten öffnen sich und unsere Hormone tanzen ja auch schon. Am Himmel zeigen sich die Veränderungen auch sehr deutlich. Jetzt im März breiten sich die Wolken wieder mehr vertikal nach oben aus. Die Sonne erwärmt den Boden und die Luft darüber. Dann steigt die warme Luft auf, es bilden sich Wolken. Im Winter fehlt die Wärme der Sonne, die Luft bleibt kalt, kann nicht aufsteigen und wir haben oft nur flache, graue Wolken. Ja, neben unserer Frühlingsstimmung gibt es natürlich objektiv messbare Kriterien, die den Frühling bestimmen. Man beobachtet einfach die Pflanzen. Die Phänologie gibt uns den Entwicklungsstand der Pflanzen während des ganzen Jahres. Und das ist die Anleitung für die phänologischen Beobachter des Deutschen Wetterdienstes. Und da zeigt sich eben, wann blühen die Pflanzen, wann kommen die Blätter, wann gibt es die Fruchtanlagen und wann fallen die Blätter wieder ab. Aber die Phänologie hat natürlich nicht einfach nur so den 20. März beim kalendarischen Frühlingsanfang, sondern der teilt sich dann in drei Abschnitte. Da gibt es zunächst den Vorfrühling. Er wird durch die Haselnussblüte bestimmt, im Durchschnitt Mitte Februar. Der Erstfrühling wird Ende März mit der Blüte der Forsythie erreicht. Und Ende April mit der Apfelblüte hält der Vollfrühling Einzug. Er beginnt im langjährigen Klimamittel Ende April am Rhein und erreicht Mitte, Ende Mai die Ostseeküste. Es blühen nicht nur die Obstbäume wie Pflaume, Birne und die Kirschen, sondern ebenso viele Wildpflanzen und Ziersträucher und ganz besonders die Wiesenblumen. Jetzt ist die Zeit der Blütenfülle. Auf den Feldern wachsen jetzt Raps und Wintergetreide schnell in die Höhe. Mit der Blüte des schwarzen Holunders geht der Frühling zu Ende und es beginnt der Frühsommer. Aber die Beobachtungen zeigen auch, dass sich in den letzten Jahren schon einiges verändert hat. Die Schneeglöckchen blühen jetzt schon Mitte Februar. 1960 war es noch Anfang März. Und die Haselnuss blüht nicht erst im Februar oder März, sondern in manchen der letzten Jahre bereits im Dezember, wie auch in diesem Jahr. Da sich unser Klima ändert und es wärmer wird, wird sich diese Tendenz in den nächsten Jahren fortsetzen. Dennoch kann es auch zukünftig noch gefährlich für die frühe Blüte werden, denn Kaltluftvorstöße aus Norden bringen uns immer noch Fröste. Und so liegt die Wahrscheinlichkeit für Spätfröste in der zweiten Aprilhälfte immer noch zwischen 40% im Westen und 90% im Süden Deutschlands. Im Extremfall sind Fröste auch noch Mitte Mai möglich. Aber diese Extreme sind in den letzten Jahren sehr selten geworden. Und die Eisheiligen wie die kalte Sophie Mitte Mai brauchen wir kaum mehr zu fürchten. Das ist auch gut so. Und das war's von uns von der Drehscheibe für diese Woche. Morgen machen wir Platz für den Wintersport. Tschüss, bis die Tage in alter Frische.